Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. In der letzten Folge haben wir den Gen Moran erledigt und jetzt machen wir den Dämon Joe platt. Hoffe ich. Der hat nämlich genauso viele Sterne wie der Gen Moran, habe ich gemerkt. Also ja, da wird ein Spaß. Was nehmen wir denn hier? Ich vielleicht benutze das ja auch Feuer. Ich habe ja noch nie gesehen, wie das Viech kämpft. Aber ich nehme an, es kann ich Feuer spucken oder irgendwie sowas. Egal, einfach nur wegen der Dingens hier. Wegen den Werken. So, dann machen wir den auch platt. Hoffe ich. So, erstmal, dass ich gegen den Kämpfer anstatt von ihm wegzurennen. Oh, hi. Da ist er direkt. Ja, bis jetzt bin ich nur vor dir weggerannt, aber jetzt mache ich dich platt. Hallo, ich bin jetzt viel stärker. Jetzt hast du aber keine Chance gegen mich. Ja. So, wie soll ich an den Schwanz ankommen, bitteschön? Weil wir voll die eigenständige Musik wieder. Die meisten anderen Viecher hier, die wichtigen. Ach, komm her. Mein Angriffsplus kannst du noch nicht mithalten. Ui, wie wenig der es abgezogen hat. Ja, okay. Schon was kaputt gemacht. Wow, hi. Wie siehst du denn auf einmal aus? Oh, ich glaube, ich kann doch Feuer spucken. Au. Gott, das hat wehgetan. Okay, was habe ich für einen Status? Ja, danke. Aua. Machst du jetzt nicht die ganze Zeit, oder? Du musst jetzt nicht unbedingt. Na, danke. Okay, in der Monsterbeschreibung sagt irgendwie bei Körperwärme oder irgendwie sowas zeigen sich alte Wunden. Ich glaube, das ist damit gemeint, ne? Der ist so groß, ich treffe ihn nicht. Oh, dieser Angriff, ne? Wie soll ich denn da ausweichen? Hallo? Lass mich doch mal hier. Boah, bläht er sich auf? Beruhig dich mal, chill mal. Oh Gott, was zum Teufel? Das wird doch nicht so einfach. Du bist erschöpft. Gut für dich. Aber sehr gut. Ich komme an den Schwanz ran. Die ist einfach zu groß. Also den Schwanz, den hole ich mir. Ich glaube, das war irgendwie in seinem Rage-Modus, oder? Hey, gut gemacht. Gut gemacht, Kayama oder Shacha. Dämon Joe Schweif. Ja, noch mal looten. Lass mich. Ja, es war immer nicht, was ich dafür einen Effekt habe, aber okay. Kann ruhig mal weggehen. Oh man, geh weg. Gut, denn seinen Schweif haben wir schon mal. Also ein cooles Viech, muss man sagen. So, ja, gehe in der Nähe meines Lagers. Ist gut. Okay, neben meinem Schwert ist auch irgendwie so ein Pfeil, der nach unten zeigt. Was bedeutet das? Kann ich irgendwo nachgucken? Ja, hier vielleicht nicht. Da geht, glaube ich, nicht. So, und der ist auch jetzt in so einem pinken Dampf eingehüllt, was Chacha irgendwie macht. Ich frage mich nur nicht, was das ist. Ist jetzt noch nicht annähernd gesehen, was das macht. So, jetzt kommt dein Gesicht dran. Ist echt auch auf dem T-Rex nachempfunden. Ne, der hat auch so kleine Arme. Aber ist alles andere, aber riesig und stark. Ja, jetzt geht er wieder im Rage muss. Jetzt ballert er wieder mit seinen Dingen hier, ne? Mit seinem Atem.
irgendwie cooler gefunden, wenn er nur physisch angegriffen hätte. Da schießt du wieder. Ich habe jetzt irgendwie Angst vor dem Angriff, weil er mich irgendwie so gut trifft. Oh Gott. Immer noch besser als getroffen zu werden. So wie da. Ja, lass mich doch mal aufstehen. Ich hau ab, tschüss. War mir noch ein bisschen zu knapp. Hey. Nicht gut, aber nicht unmöglich. Toyota. So, und weiter geht's. Ja, den Side Rage muss es weg, glaube ich. Erkennt man bei jedem Monster. Habe ich so gemerkt. Ja gut. Weil bei jedem Monster merkt man das irgendwie. Ich habe nie darauf geachtet. Merke ich erst jetzt so. Oh nein, ich schon. Ja. Doof. Und zack. Das Gefühl, den habe ich voll schnell kaputt. Was nicht so schön ist. Ah. Waffenstärke, Wettstein. Zack, so weiter. Mein Gesicht habe ich glaube ich auch kaputt gehauen, oder? Bah. Ja, schon weg. Ja, da trifft er mich nicht. Ha. Die anderen kannst du ruhig drauf gehen. Chacha verreckt sowieso jede Sekunde jetzt der Waffe, Maske. So ein Gefühl. Ich hoffe, danach kommt aber eine neue Quest, ne? Sonst weiß ich irgendwie nicht, was ich machen soll. Dann ist irgendwie doch das Let's Play vorbei. Ich nehme an, danach kommt noch irgendwas, oder? Wie gesagt, ein Viech haben wir ja noch nicht bekämpft. Dieses komische Viech aus dem Intro, als allerletztes gezeigt worden ist. Aber ich glaube, das ist nicht ein Monster, das wir schon bekämpft haben. Jedenfalls nicht so aus. Ja, danke. Das Gefühl ist gleich kaputt. Wenn wir nie die Waffe herstellen soll, ich bin jetzt irgendwie viel zu stark. Ich dachte, okay, der umpelt auch nicht. Wir kämpfen in der Nähe des Lagers, das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Ah, da frisst er. Und zack. Er ist auch noch umgefallen, ich weiß es nicht. Dann könnte man ja noch kaputt machen, sonst nichts, ne? Glaube ich. Weiß ich natürlich nicht. Dann geht er wieder in seinen Übermodus. Ich versuche mal hier das Ding einzusammeln, die Vivan-Träne. Ja, okay, braucht mir nicht schlagen unbedingt. Demon Joe Kralle, jo, sehr gut. Deck schon mal einen Gegenstand. Oh nein. Ah! Kann den seinen kleinen Beine nur diesen riesigen Körper tragen. Boah. Die sind doch voll sexy, ja. Überhaupt nicht muskulär wie alles andere. Aber egal. Oh nein. Boah. Juppe. Ah. Oh, das ist wieder auf dem Rage-Modus. Nein.
Wieso angefangen haut er mich so hoch, ey? Was ich jetzt mache, ich gehe jetzt ins Bett und schlafe. Selbst schuld, wenn ihr in der Nähe des Lagers kämpft, ne? So, ihr schreibt mich jetzt hier gerade zu hoch, ja. Mach irgendeinen Effekt jetzt weg, den ich gerade hatte. Und hol mir die Karte am besten. Und die Vorräte, falls sie schon da sind, aber ich glaube nicht. Zum Teufel, über ihnen sind die ganze Zeit so Zeichen über Kayamba. Okay. Was hat das zu bedeuten? Wenn man stillhalten könnte, könnte ich das erkennen. Der haut ab. Nein. Also, ja, was ist denn hier passiert? Wo ist denn der Baum? Von beiden siehst du gar nicht so groß aus. Ah, ah, ja gut. Ah, will ich mal nicht, weil er ganz sein Kiefer voll durch den Boden. Und auch nicht so hochfliege. Ach man, echt? Hätte nicht ein paar Sekunden früher auch passieren können? Oh geil, danke. Doof. Zack. Mal, lass mich doch mal Zeugs machen. Ins Gesicht. So jetzt boom und zack und schon wieder Rage, ne? Ja, immer wenn die brüllen, sind die im Rage Modus, habe ich herausgefunden. Ja, ich bin leicht tot, warum mache ich so viel Schaden? Das wollte ich nicht machen. Ich dachte, ich hätte meine Waffe nur gezogen. Oh Gott, mach irgendwas, ich weiß bis heute nicht, was ich machen soll. Oh, der macht mich gleich tot. Oh Gott, der macht mich tot. Der macht mich tot, der macht mich tot. Oh. Ich wusste gar nicht, dass du Schaden bekommst, während du da drin bist. Ich dachte mal, man kommt erst Schaden, wenn man sich nicht befreit. Ah, Kacke. Oh, meine Bonus. Mein Kampf wird doch ein bisschen schwierig sein. Ich dachte, ich habe ihn schon hier beinahe erledigt. Mann. Boah, das ist meine Verteidigung und so weit alles weg und der macht so einen riesen Schaden. Nicht gut. Und Kayama und Chacha sind immer noch tot. Pff. Okay, dann ist er da. Mann. Ja, finde ich jetzt nicht nett. Na, egal. Der ist auch schon gleich tot, ne? Hi, wo ist das? Ach man! Jedes einzelne Mal. Ach, und die Kack-Katzen sind jetzt auch da. Jetzt kommt es nur 2-3 Schläge und der ist tot. Bestimmt rausgerumpelt, als ich weg war. Genau so. Mal den seine kleinen Pfötchen hier kaputt, vielleicht kriegt er dann was. Und nein, ich brauche ein bisschen eure Hilfe. Nein, Alter, kommt zu viel Schaden dadurch. Heil mich jemand. Tschüss. Tschüss, tschüss, nein, verpisst euch, wenn mich die Katzen jetzt angreifen, ne? Tschüss, tschüss, tschüss. Oh mein Gott. Heilen, heilen.
Hättest auch nicht Gesundheitserholung machen können, ne? Als ich gerade da drin war, oder Chacha? Zum Glück hat irgendjemand, weiß nicht, Chacha oder Kayama, Verteidigungserhöhungen gemacht. Wenn ich den letzten Schlag noch aushalten konnte. Oh Gott. Mann, macht er mich hier noch fertig? Jetzt bitte macht den Angriff nicht die ganze Zeit. Ist auch voll billig. Aha. Ich schaff nicht so schnell, mich da raus zu befreien. Ah. Er hätte mich jetzt echt aufgeregt, wenn ich schon wieder ein Leben verloren habe. Aber jetzt habe ich noch zum Glück zwei. Immer noch. Mann, drangsaliert der mich hier noch am Ende. Er ist immer noch im Rage-Modus und leckt mich. Jetzt nicht mehr. Muss schon sagen, jetzt schon wieder. Mal sehen könnte, ob du schon angeschwächelt bist. Mann! Natürlich buddelt er sich in den Boden. Zum Glück habe ich dich markiert. In meinen Herzen. Ja, jetzt muss ich mal einen Kältetrank nehmen. Da waren jetzt, gehen wir links, ne? Ich weiß jetzt, wie die Viecher heißen, ja? Weil ich so eine Maske trage für Chacha. Die kriege ich jetzt. Auf einmal um oder so. Oh Mann, der macht aber auch dicke Schaden. Wenn ich das hier nicht schaffe, komme ich ja noch mal mit der Uragan-Rüstung rein. Dann kriegst du mich nicht mehr so schnell down. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Ha, ausgewichen. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie der Angriff nochmal aussieht, wo der einen so in den Boden rammt. Ich glaube, der war das, ne? Wenn einen so anspringt. Wenn ja, dann ist das ganz schön billig, weil er macht das jetzt die ganze Zeit. Bitte nicht. Nicht getroffen damit. Oh Mann. Der ja noch so schwierig wird, ey. Wenn man daran denkt, wann ich denen erstmal begegnet bin, ne? Ja, Megatrank. Geil. Er macht ja jetzt die ganze Zeit, das ist der Angriff, oder? Umfeld. So bin ich nicht immer getroffen. Ich bin getroffen damit, aber ich werde damit getroffen eigentlich, aber bin ich direkt getroffen worden. Wisst schon. Wisst, was ich meine, oder? Ihr wisst es. Wirf das Ding, jawohl, nicht auf das Vieh. Wenn sich herausstellt, dass der Angriff die ganze Zeit ist, ne? Das ist halt ganz schön unfair, weil der macht das jetzt die ganze Zeit. Da guckt's wieder an. Ich hab mal an. Ich bekomme irgendwie die ganze Zeit Schaden. Warum? Das ist der Zeitpunkt für mich, mal kurz rauszugehen und zu schleifen. Wie hoffe ich, du setzt jetzt diesen Angriff mal ein. Oh mein Gott. Vor allem, ich muss mich durch jeden Angriff hier mal, nach jedem Angriff mal heilen, weil er jedes Mal mich treffen könnte mit diesem einen Angriff und da bin ich tot. Ich habe zum Glück noch ein Leben danach. Geld interessiert mich sowieso nicht, ich bin stinkreich. Brauche ich nicht. Weiß ich gar nicht, was ich mit dem ganzen Geld anfangen soll. Ich kann mich nicht nach jedem Angriff hier heilen. Aua! Okay, von da trifft er mich ja bestimmt nicht.
Ja. Ich bin mal angefangen, direkt gleich. Boah, der hat mich auch noch getroffen. Boah, mein Schild ist auch noch gezogen. Super. Mal ein bisschen näher, da ist irgendwie voll bescheuert zu kämpfen. Noch mehr. Oh, fall um. Jawohl. Immer so schön auf Kommando, finde ich toll. Verreckt doch mal. Au. Oh nein. Geh weg. Geh weg. Dich mal langsam erschöpft oder so. Willst chillen? Das heißt genug zum Chillen. Bitte? Nee. Die Musik, ne? Wie so geil. So menacing. Oh. Hey, das war aber nicht ich. Wer hat den da gerade erledigt? Demon Josh Huppe, egal. Wäre erledigt und gut ist. Und zack, und nochmal. Okay, cool. Ah, schön. Haben wir den auch erledigt und jetzt hoffe ich, dass irgendwas noch kommt. Weil sonst ist das Let's Play beendet. Los, sag mir, kommt noch was? Busch. Und jetzt sagt mir, was noch kommt. Hallo. Rockstar-Shoppe, okay. So, haben wir das nicht erledigt. Gut. Quest erfüllt. Okay, ich habe es nicht erledigt. Irgendjemand von den beiden hat es erledigt. So ein Dreck. Ist jetzt nicht so befriedigend. egal. Wow, das war... Ja, super. Nur eine Sache. Und noch eine Empfehlung nehmen. Hallo. So, wie geht's jetzt weiter? Ich bin bereit. Ich bin bereit zum Abkassieren. Und da wollen Leute mit mir reden. Er sagt mir jetzt wahrscheinlich, hey, ich war letztens im Mogawald. Aber immer im Blick auf die Mogaprognose. Okay, wir gucken mal in die Mogaprognose. Ich tue mal Voraussagen. Kuropeko, Kamezin Kuropeko, Arcturus und Groß Yagi. Kamezin Kuropeko, Kuropeko, Kamezin Kuropeko, Kuropeko. Komm, nur Kuropeko, jedes einzelne Mal, wenn ich da nachgucke. Das ist auch voll kacke. Du hast also den Elfenbeinlagerkurs besiegt und alle Quests im Dorf abgeschlossen. Ja, ich denke, man kann dich mit Fug und Recht den besten Jäger der Gegend nennen. Bis diesen verstaubten Mauern entwachsen. Es ist Zeit, dass die Bewohner außerhalb deines dein Können bewundern. Ich habe die Gilde über deine Taten informiert. Normalerweise übertreibe ich gerne, aber bei dir war das unmöglich. Ich denke, sie haben mir nicht geglaubt. Sie müssen nicht sehen, um es zu glauben. Die heutige Jagdfrage ist ein Ausdauerquest in der Arena. Mal sehen, welche Monster dich heute erwarten. Zuerst haben wir hier einen Elfenbeinlagerkurs. Okay, viel Glück. Da dies ein Ausdauerquest ist, musst du noch mehr erledigen, nachdem du den Elfenbeinlagerkurs erwischt hast. Ich fasse es nicht. Du musst gleichzeitig einen Bacheliers und einen Azunen Rathaus schnappen. Ich hoffe, ich habe dein Können bei der Gilde nicht zu sehr angepriesen. Aber das ist die Gelegenheit, der ganzen Welt zu zeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Sieh es als ein weiterer Hindernis auf deinem Weg zur lebenden Legende an. Das heißt, wenn du nicht vorher als tote Legende endest, wenn du nicht vorher als tote Legende endest. Also schön am Leben bleiben. Ja, das ist eine dringende Quest, willst du mich verarschen? Ja. Jage alle großen Monster. Pff.
Weißmantel, Vivianer. Ich hoffe, nach Heldentaten gehört. Nur ein Jäger mit größter Stärke und Schick kann so lange überleben. Okay, da muss ich gegen Brachidius und gegen den Nationen Ratschluss kämpfen. Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Wie soll ich denn das machen? Ist halt auch zeitbegrenzt. Natürlich ist das zeitbegrenzt, ne? Zähle hier mit 50 Minuten. Ihr könnt mich doch mal, wie soll ich denn das machen? Oh, ich glaube, das Projekt ist für eine Weile aufs Eis gelegt. Den Kampf werde ich wahrscheinlich offscreen machen. Weil, ja. Wie soll ich denn das alleine erstmal schaffen? Ja, gut. Weiß ich nicht. Gucken wir, wie das Spiel weitergeht. Machen wir mal die Dämonjo-Klamotten an. Der Serker-Schwert. Wow. Warum sehen die Schwerter alle so kacke aus? Ja, das sieht nicht mal aus wie ein Schwert, das sieht aus wie eine Axt. Ja, das sieht kacke aus. Das hier sieht cool aus. Das sieht kacke aus. Das sieht kacke aus. Das sieht kacke aus. Das sieht cool aus. Alle, die ich habe, sehen cool aus. Wow. Ah, die Empfehlung brauche ich hierfür. 5760. Den Gen Moran, na klar. Wo ist der Dingens? Der Monjo. Wangispanzer, ja. Sieht immer cool aus. Angriff. Plus 4. Schärfe. Das ist eine bessere Version von dem Rathalos-Klamotten. 62. Was? 53. Was so? Ich muss oft gegen den Dämon Joe kämpfen. Zinore, ja, Spiss. Okay. Ja, weiß ich nicht. Weil ich Offscreen jetzt mache. Auf jeden Fall eine Menge hier, die ich. Ich habe jetzt keine Quest mehr offen, außer diese dringende. Die ist immer noch grün, das heißt, hier ist immer noch was nicht erledigt. Ja, direkt gegen drei üble Monster. Okay, weiß nicht, wie das dann weitergeht. Vielleicht habe ich die Quest offscreen mal erledigt, oder vielleicht tue ich die aufnehmen. Ja, ich tue die aufnehmen, ja klar, warum nicht. Aber wenn ich sehr gut vorbereitet bin, würde ich sagen, ich glaube, das Projekt wird erstmal ein bisschen auf Eis gelegt. Weil jetzt kommen die ganz harten Sachen. Da brauche ich, glaube ich, ein bisschen mehr Vorbereitung. Aber mal schauen. Ich würde aber auf jeden Fall mal sagen, erstmal, ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge, die, weiß ich nicht, irgendwann kommt. Tschüss!